Die Kirche St. Sebastian in Hallandorf im Landkreis Forchheim wurde nach einem Brand Ende des 19. Jahrhunderts im neugotischen Stil erbaut und ausgestattet. In den 1960er Jahren fielen die beiden Seitenaltäre dem damaligen Zeitgeschmack und der damaligen Reduzierungswut zum Opfer. Lediglich die Altartische mit Aufsätzen und die Figurengruppen der Predella blieben erhalten. Pfarrer Matthias Steffel, der seit 2007 die Pfarrstelle innehat, hatte sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Nachdem ich im Jahr 2007 zum Pfarrer von Hallandorf ernannt worden bin, war das von Anfang an mein Ansinnen in der Pfarrkirche, die ja in den frühen 60er Jahren verändert wurde, dem Zeitgeist angepasst wurde, letztendlich die ursprüngliche Ausstattung wieder zu rekonstruieren, die eigentliche Schönheit des Gotteshauses zurückzubringen. Und mit dem Wunsch vieler Gläubiger haben wir dann nach einiger Zeit begonnen, auch Spenden zu sammeln, um die Seitenaltäre zu rekonstruieren. Im Hirscheider Ortsteil Rodensand befindet sich das Atelier von Thomas und Julia Nagel. Der wichtigste Arbeitsplatz ist derzeit eine Scheune. Angefangen hat es mit dem Auftrag, mit einer Anfrage vom Pfarrer Steffel aus Hallandorf bzw. Pauzfeld, um die Rekonstruktion von zwei Seitenaltären. Ja, das haben wir uns angeguckt und gesagt, ja, wir trauen es uns zu, wir würden das eben hinkriegen. Und dann haben wir uns da für den Auftrag eben auch bewerben müssen. Den Auftrag haben wir dann schlussendlich bekommen. Ja, und dann ging es eben los. Wir haben eine Bamberger Firma gefunden, die Großformat drucken kann. Die haben dann davon nochmal eine richtig gute Fotografie gemacht und die eben digital auf Originalgröße den Altar eben hochgezogen. Und aufgrund von dem haben wir jetzt dann das Ganze eben rekonstruiert. Handarbeit ist jetzt angesagt. Allein schon die Masse der anzufertigenden Teile macht es dringend nötig, Verstärkung mit in die Werkstatt zu holen. Jetzt, im September 2018, wurden die beiden Altäre zunächst in der Scheune aufgestellt. Aber es wartet noch eine Menge Arbeit. In der naheliegenden Werkstatt ist jetzt Julia Nagel gefragt. Krappen, Kreuzblumen, Abschlussknöpfe, gotische Zierwerke. Hunderte hat sie schon gegossen. Heute aber hat sie ein besonderes Teil in Bearbeitung. Das ist jetzt Zellan. Das ist so eine gipsähnliche Gussmasse. So, jetzt lassen wir es stehen. Jede Menge Kleinteile müssen zusätzlich noch nachbearbeitet werden. Die Teile sind einfach zu filigran. Also die Gefahr, dass die beim Transport oder etc., dass die abbrechen, ist einfach zu groß. Mittlerweile ist auch die Gussmasse ausgehärtet. So. Jedes Gewölbe braucht aber immer einen Schlussstein im Endeffekt. Und das haben wir von einem neogotischen Baldachin. Passt dann stilistisch auch zu den Krabben. Hunderte Arbeitsstunden sind für die Rekonstruktion der Seitenaltäre bis zum Rohholzzustand nötig gewesen. Und es steht noch einige Arbeit an. Die Altäre gehen nun durch die Decke der Scheune, wobei sich zwei Heulugen als sehr hilfreich erweisen. Das ist gut. Das sieht gut aus.
Eigentlich sollten heute die Altäre zur naheliegenden St. Sebastianskirche transportiert werden. Doch starke Regenfälle machen dieses Unterfangen unmöglich. Wertvolle Zeit geht somit verloren und der Fertigstellungstermin rückt immer näher. Es ist soweit. Die Altäre ziehen mit allen Türmchen und Fialen um. Gott sei Dank, kein Regen. Knapp 5 Kilometer sind es bis zur Kirche nach Hallandorf. Heute bin ich sehr froh, dass der Aufbau der Altäre stattfindet. Und am 21. Oktober wird der Erzbischof selber kommen und wird dann am Kirchweihsonntag die Altäre ihrer Bestimmung übergeben, segnen. In der Pfarrkirche St. Sebastian haben sich zahlreiche Helfer eingefunden, um ihren Beitrag an diesem denkwürdigen Tag zu leisten. Die schweren, aus Massivholz geschnitzten Figurengruppen werden abgebaut und erstmal hinter dem Hauptaltar zwischengelagert. Nun kann es an die eigentliche Arbeit, den Aufbau der Altäre, gehen, wobei zuerst die ebenfalls neu rekonstruierten Altarunterböden aufgestellt werden. Raus. Ja. Runde. Ja. Also passt. Jetzt geht es ans Aufstellen der beiden Rohholzaltäre. Nun können erstmals vor Ort die Proportionen beurteilt werden. Julian Nagel und David Götze bereiten die Altarfialen vor. Stück für Stück wachsen die Altäre in die Höhe. Passung für Passung sitzt. Also es wirkt filigran. Aber weißt du was, das ist überhaupt nicht, das fehlt überhaupt gar nicht. Noch sind die Altäre roh und ohne Farbe. Doch schon jetzt geben sie der Kirche St. Sebastian etwas von ihrer ursprünglichen Schönheit zurück. Nach diesem Etappenziel gehen die Arbeiten in der Werkstatt auf Hochtouren weiter. Das sind jetzt Holzblumen. Da kommen auf jeden Altar 17 Stück und die werden jetzt vergoldet. Das Gold wird jetzt ganz vorsichtig eingedrückt und das überschüssige Gold abgestreift. Das sind jetzt die Abschlussknöpfe und die kommen dann am Ende auf die Fiale oben drauf. Die Türme, Spitzen und Fialen wurden wieder abgenommen und befinden sich in der Werkstatt. Das ist jetzt die Hauptfiale auf dem Altar. Eben da der Turm, der oben drauf kommt, der wird jetzt Leim getränkt mit einem Hasenhautleim. Der ist eben dafür da, dass man guten Kontakt eben zum Untergrund aufbauen und dass es eben recht lang hält. Aufregung bei der Firma Nagel. Die zugesagte Lieferung des speziellen Kreidegrundiergrundes sollte vor 3 Tagen eintreffen. Eine falsche Postleitzahl hatte die Lieferung verzögert. Wieder verlorene Tage und es bleiben nur noch gute 4 Wochen für die Farbfassung und die Vergoldung der beiden Altäre. Heute wird der Elektrokocher in der Kirche dringend gebraucht. Ja, die muss warm sein, um die 40 Grad. Wenn es erstmal Kreide grundiert, damit wir unsere folgenden Farbschichten gut auftragen können.
Die Kirchenmalermeisterin verstärkt nun die Firma Nagel und das ist jetzt auch dringend notwendig. Handwerklich am spannendsten war die Herstellung der vier Gespränge für den Baldachin. Hier haben wir das Gipsmodell von dem Gespränge. Die Sachen haben wir auch übernommen, dass es von der Fülle her mit dem Original übereinstimmt. Das Modell, das ist gefräst worden ist und jetzt wird es dann geschnitzt. Um eine schöne, saubere Oberfläche zu erhalten, ist präzise Handarbeit nötig. Als Gespränge werden geschnitzte Zieraufsätze bezeichnet, die sich oben an gotischen Altären befinden. Ein Maler hat heute das Team verstärkt. Der Altar erhält einen Anstrich, der aus einer werkstatteigenen Rezeptur besteht. Das ist jetzt Fassmalen. Das kommt von der Farbfassung. Nichts mit dem Weinfass zu tun. Aber eben das jetzt wirklich mit dem Pinsel frei zu malen und nicht abzukleben, so, das ist wirklich Fassmalen. Der Zeitdruck ist enorm. Und deshalb muss ein befreundetes Ehepaar aus dem Ort echte Nachbarschaftshilfe leisten. In den Spitzen werden die vergoldeten Kleinteile eingeleimt. Und jetzt erhalten auch diese Teile ihre endgültige Farbe. Kirchweihsamstag, der letzte Arbeitstag in der Kirche. Und immer noch steht jede Menge Detailarbeit an. Schauen Sie, das ist jetzt alles nummeriert, jedes Teil. Genau. Für Thomas und Julia Nagel geht ein spannendes und lehrreiches Projekt zu Ende, das viele Menschen bewegte und für sie eine Bereicherung ihres Handwerkerdaseins darstellt. Ist fertig. Morgen werden die Altäre geweiht. Wie fühlt ihr euch? Ja, irgendwie erschöpft, aber auch gespannt, wie es ankommt. Ja, stolz. Bestätigt, dass wir sowas realisieren konnten. Ja, erleichtert, dass es gut geklappt hat. Also man kann ohne weiteres sagen, dass sich das als harmonisches Bild in unsere Kirche einfügt. Eigentlich ist es so, wenn man reinkommt, dann denkt man, es war nie anders. Lass diese Altäre geweiht sein und geheiligt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.